Sebastian Zauner ist des Trainers Liebling. Kein Eislöwenverteidiger weist eine bessere Statistik auf, seitdem Bill Stewart das Zepter schwingt. Der 21-Jährige gehört in die Kategorie jung und entwicklungsfähig und er sorgt gegen Heilbronn für die erste dicke Chance. Zauners Bock kann Krüger nicht nutzen. Glück für Dresdens Verteidiger, kein Minuspunkt in der Statistik. Ja, aber blöd von mir. Ich dachte, mein Mitspieler, mein Teampartner hat gerufen, dann wollte ich blind rüberspielen, habe aus Versehen einen Gegner auf den Stock gepasst. Der hatte sein Breakaway. Zum Glück hat die Ex noch gehalten. Ja, war ein bisschen blöd, aber muss man abhaken und weiterspielen. Sebastian Zauner spielt seit einem guten Jahr für die Dresdner Eislöwen. Gegen Heilbronn zählt auch für ihn nur ein Sieg. 17. Spielminute, Marius Garten bedient Feodor Bojachinov, 1:0 Eislöwen. Tolle Vorarbeit, guter Laufweg, der Favorit geht mit einer Führung in die Drittelpause. Die Heilbronner Falken sind abgeschlagenes Schlusslicht in der zweiten Liga. Die Eislöwen aber haben noch einiges vor, Platz 6 soll es noch werden und genau so spielen die Dresdner im zweiten Durchgang. Powerplay Eislöwen, Tor Macholder, 2:0, Dresdens treffsicherster Verteidiger ist zur Stelle. Die Gäste vom Neckar kommen nur selten vor das Eislöwentor. Bei Marvin Krügers Schuss aber sieht Brett Jäger nicht wirklich gut aus. 2:1. Dann aber kennt das Spiel nur eine Richtung. Erneut Powerplay Eislöwen und diesmal macht es Harrison Reed. Der Topscorer trifft wieder. 3:1 für die Eislöwen und weil auch René Kramer kurz darauf zur Stelle ist, machen die Dresdner früh schon alles klar. Das Sahnehäubchen im Mitteldrittel setzt dann David Rottmann in Unterzahl. Umkurvt er das Tor, 5:1 und es geht weiter. Heilbronns zweiter Treffer ist einer für die Statistik. Dresden aber hat gegen überforderte Gäste alles im Griff. Gut 3200 Eislöwen-Fans können vor dem Drittelende noch einmal jubeln. Feodor Bojachinov mit seinem zweiten Treffer, 6:2 für Blau und Weiß. Was aber macht Verteidiger Sebastian Zauner? Er verlebt einen ruhigen Nachmittag. Defensiv gibt es wenig zu tun. Zauner wirkt im Spiel unaufgeregt. Im Training aber gehört der Bayer zu den fleißigsten. Nicht selten hängt Zauner eine Extraschicht dran. Ja, ich muss noch ein bisschen Eis laufen, dass ich noch ein bisschen tiefer runtergehe, dass ich noch ein bisschen schneller werde. Da muss ich noch ein bisschen in der Kraftkammer arbeiten, weil meine Muskeln ein bisschen zu klein sind, dass sie noch ein bisschen ausgedehnt werden, dass ich noch schneller werde. Im Schlussabschnitt spielen es Zauner und seine Kollegen sicher zu Ende. Jeff Swess mit dem 7:2. Tore schießen geht an diesem Abend relativ einfach. Auch Heilbronn trifft noch einmal. Marvin Küpper steht zu diesem Zeitpunkt im Dresdner Tor. Er durfte im Schlussabschnitt für Brett Jäger ran. Den Schlusspunkt aber setzen dann wieder die Eislöwen. Petr Macholder mit seinem zweiten Tor im Spiel, 8:3. Gewinnen die Eislöwen gegen Heilbronn und bleiben so im Rennen um die direkten Playoff-Plätze. Es wäre schon wichtig, wenn wir Platz 6 erreichen würden, hätten wir doch noch Zeit, uns vorzubereiten auf die Playoffs. Aber Pre-Playoffs macht auch nichts. Ich glaube, da beißen wir uns durch und kommen in die Playoffs. Na klar, es ist einfacher. Man hat anderthalb Wochen Pause, man kann sich ausrühren. Der ein oder andere ist ein bisschen angeschlagen. Aber nichtsdestotrotz, auch wenn wir Pre-Playoffs kommen, wenn wir versuchen, falls wir gegen Krimmutschau kommen, die wegzuhauen. Derby ist immer noch mal was anderes, aber werden wir schon machen, denke ich. Schon am Dienstag fällt die Entscheidung. Dresden muss zu Hause Kaufbeuren besiegen und gleichzeitig auf Schützenhilfe hoffen. Ausgerechnet Weißwasser kann mit einem Sieg gegen Bad Nauheim die Eislöwen ins Viertelfinale schicken. Egal wie es kommt, Pre-Playoffs oder Direktqualifikation, die Eislöwen sind schon jetzt heiß auf Playoff-Hockey. Wir merken, dass was drin ist, dass mehr drin ist als die Jahre zuvor, also ich persönlich. Und mit so einer Top-Mannschaft, alle super Typen, könnte man noch viel erreichen, ja. Am Ende noch ein Blick auf Sebastian Zauner. +1 zeigt die Spieltagsstatistik. Trainer Stewart wird's freuen.